Wir trainieren jetzt seit Anfang August und trainieren im Normalfall einmal die Woche, manchmal auch zweimal. Wir hatten die letzten Jahre immer wieder Verletzte. Umdappt, Bänderrisse oder Innenband am Knie, einfach durchs Training oder durchs Tanzen dann am ersten Auftritt gleich. Ja, nicht so schön. Das Gardekostüm ist ja fest. Das haben wir schon seit Jahren so, dass wir blau-weiß sind. Und die Liedauswahl treffen wir mit den Mädels zusammen. Also die meisten nehmen sich gerade in der Faschingswoche, nehmen sie sich Urlaub einfach dann, um das auch ausklingen lassen zu können. Aber ansonsten geht es im Normalfall schon, weil wir Freitag und Samstag Auftritt haben und dann hat man oft nur den Sonntag zum Auskurieren. Umso weiter wir mit dem Training fortgeschritten sind, umso öfters tanzen wir den Tanz einfach durch und das ist halt total anstrengend. Und da sind die dann danach natürlich total K.O. Während der Auftrittszeit ist es schon schwierig. Von einem Ball auf den anderen kommen sie dann immer mit größtem Muskelkater. Man hat immer Meinungsverschiedenheiten, das ist ganz normal. Das ist einfach immer so, wenn man so viele Mädels auf einem Haufen hat. Unser Gardeleutnant muss da immer ziemlich viel aushalten. Aber man kriegt das alles immer wieder geregelt und wir reden offen miteinander und dann geht es schon. Also ich mache das aus Leib und Seele, das ist für mich, ich tanze selber total gern und darum bin ich froh, dass ich Trainerin sein darf. Und darum hält mich das so ein bisschen. Mal schauen, wie lange noch. Okay. Silenzium! Aber unter den Spendern zu David, ein Leib als Garde!